Als nächstes hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Herr Abg. Wagner. Bitte sehr, 20 Minuten. Herr Präsident, meine Damen und Herren, dass wir jetzt hier auch schon im Hessischen Landtag Wettbewerbe machen, wie lange geklatscht wird und uns das nicht nur auf eigenen Parteitagen zumuten, ist ein interessantes Detail dieser Debatte. Aber bitte sehr, ich darf noch einmal, vielleicht hat auch die CDU angefangen, Frau Kollegin Wissler, das macht es, glaube ich, jetzt nicht wesentlich besser. Ich sage schon einmal an meine Fraktion, also wenn ihr es am Ende höflich begleiten würdet, würde mir das ausreichen als Applaus. Von der CDU erwarte ich natürlich frenetischen Beifall, Kollege Boddenberg. Meine Damen und Herren, ich will es vielleicht noch einmal in Erinnerung rufen. Das Thema der Debatte lautet Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. In den letzten 20 Minuten konnte man das ja vielleicht etwas vergessen, dass das das eigentliche Thema der Debatte ist. Und Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ich verstehe ja Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Das klingt aufs erste Hören nicht so wahnsinnig spannend. Dennoch wäre es gut gewesen, wenn Sie in Ihrer Rede stärker darauf eingegangen wären. Weil genau diese Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen legt die Grundlage für die Finanzausstattung der Länder und ist damit elementar für all die Veränderungen, über die wir hier im Hessischen Landtag diskutieren. Und dass man dazu eine Regierungserklärung abgibt, wie sich unser Land finanziert, wie unser Land solidarisch ist mit anderen Ländern, wie wir die Aufgaben verteilen zwischen dem Bund und den Ländern, das finde ich nicht vorwerfbar, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, sondern das war notwendig, dass das heute hier gemacht wurde. Aber wenn Sie so einsteigen, wie Sie eingestiegen sind, dann sollen Sie natürlich auch eine Antwort bekommen. Die Weichen werden gestellt in diesem Land. Sie werden nicht von Ihnen gestellt. Das finde ich nicht vorwerfbar. Sie sind in der Opposition, aber die Weichen werden gestellt. Und eine Oppositionspolitik nach dem Motto, wir ignorieren völlig, was die Regierung macht, wir fordern von allem mehr, aber wir machen zu nichts, aber auch zu gar nichts einen eigenen und vor allem einen finanzierten Vorschlag, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, das ist keine Oppositionspolitik. Das ist keine Oppositionspolitik. Und jetzt sagen Sie, Sie wollen wissen, wie die 600 Millionen €, die wir ab dem Jahr 2020 mehr haben, ausgegeben werden. Erste Bemerkung. Wir haben zahlreiche Finanzierungen, die auch auslaufen. Der Ministerpräsident hat darauf hingewiesen. Oder wo wir noch am Verhandeln sind, ob wir das Geld haben, also ob diese 600 Millionen €, die wir im Moment brutto haben, tatsächlich 600 Millionen netto wären. Und bevor wir das Geld mit vollen Händen ausgeben, sollten wir uns vielleicht erst einmal darum kümmern, es tatsächlich zu sichern. Das ist der Unterschied zwischen verantwortlichem Regieren und allen alles Versprechen in der Opposition. Und wir treten dem ja mal näher, Ihrem Gedankenmodell, wenn Sie sich schon nicht mit dem eigentlichen Thema der Debatte sehr stark beschäftigt haben, die 600 Millionen auszugeben. Die SPD ist darauf so erpicht, dass diese 600 Millionen, selbst wenn wir sie denn dann irgendwann einmal gesichert haben, ja gar nicht ausreichen für das, was die SPD in den letzten Monaten gefordert hat. Ich darf das einmal in Erinnerung bringen. 1 Milliarde zusätzlich für den kommunalen Finanzausgleich. 1 Milliarde zusätzlich für gebührenfreie Kitas, 500 Millionen zusätzlich für sozialen Wohnungsbau, 230 Millionen zusätzlich für Besoldung, 155 Millionen weniger, weil Sie gegen die Erhöhung der Grunderwerbsteuer waren, 70 Millionen Euro zusätzlich für die Höherstufung der Grundschullehrer von A12 auf A13, 40 Millionen mehr für den Landesstraßenbau, 22 Millionen mehr für den ÖPNV, 21 Millionen € mehr für die soziale Infrastruktur, plus
Zitat Thorsten Schäfer-Gümbel, investieren bis die Schwarte kracht. Das allein sind 3 Milliarden €, meine Damen und Herren. Sie haben das Geld, was wir noch gar nicht haben, schon 5-mal ausgegeben, liebe Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratie. Schon 5-mal ausgegeben. Das hat doch mit einer seriösen Politik gar nichts mehr zu tun. Und wenn Sie fragen, wie werden die Weichen gestellt? Die Weichen werden gestellt in Richtung Ökologie mit dem Klimaschutzplan, den wir auf den Weg gebracht haben, in Richtung Energiewende mit dem tausendsten Windrad, was der Wirtschaftsminister an diesem Wochenende eingeweiht hat. Die Weichen werden gestellt in Richtung Soziales mit einem Sozialbudget, was Initiativen, die sich um Menschen in Not kümmern, verlässlich und dauerhaft unterstützt, mit 1,2 Milliarden € in den nächsten Jahren für den sozialen Wohnungsbau, in der Bildungspolitik mit 2.500 zusätzlichen Lehrerstellen für mehr soziale Gerechtigkeit, mit einer Finanzierung unserer Hochschulen, um die uns alle anderen Bundesländer beneiden, mit einer Wirtschaftspolitik, mit der die Arbeitslosigkeit auch und vor allem durch das Verdienst der Unternehmer und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so niedrig ist wie nie, mit einer Verkehrspolitik, wo Busse und Bahnen in einem Maße gefördert wurden wie noch nie, mit dem Jobticket für die Landesbeschäftigten, mit dem Schülerticket für die Schülerinnen und Schüler und mit einem Spitzenplatz bei der inneren Sicherheit in der Bundesrepublik. Besser ist nur noch Baden-Württemberg. Die Weichen werden gestellt, Herr Schäfer-Gümbel, eben nur nicht von Ihnen. Aber es lohnt, zum eigentlichen Kern der Debatte zurückzukehren, nämlich zu den Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Ich habe es gesagt, es ist grundlegend für all das, was wir hier im Landtag behandeln. Und es war ja auch eine riesige Herausforderung, vor der der Deutsche Bundestag, die Bundesregierung, die Landesregierung, die Länderparlamente standen. Was war denn die Situation? Der bisherige Finanzausgleich der Länder wäre 2020 ausgelaufen. Also die Grundlage für all das, worüber wir uns bei Haushaltsberatungen streiten. Der Solidarpakt für die neuen Länder wäre ausgelaufen, also die Grundlage dafür, dass die neuen Länder die Aufholjagd fortsetzen können, dass wir überall tatsächlich vergleichbare Lebensbedingungen in unserem Land haben. Und natürlich wäre ohne eine Veränderung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen auch die extremen Unwuchten und die extreme Ungerechtigkeit in diesem Ausgleichssystem erhalten geblieben. Ich darf einmal daran erinnern, dass im bisherigen Ausgleichssystem die finanzschwächeren Länder auch gar keine wirklichen Anreize hatten, aus eigener Kraft ihre Finanzsituation zu verbessern. Das ist jetzt wesentlich besser geworden. Und auf der anderen Seite die Leistungen, die die Geberländer bringen mussten, unter anderem auch Hessen, immer stärker wurden. Und dass das nicht so weitergegangen ist und dass wir ein neues System haben, das ist doch einer Debatte im Hessischen Landtag wert, und das ist doch einer Würdigung wert, was hier erreicht wurde. Denn das ist grundlegend für die Solidarität und für das Zusammenwirken der Länder und das Zusammenwirken der Länder mit dem Bund, meine Damen und Herren. Und deshalb ist meine erste Feststellung, das ist ein großes Werk, über das wir heute hier beraten. Es ist ein großes Werk, weil die Finanzierung aller Länder dauerhaft gesichert ist. Und es ist ein großes Werk, weil es gelungen ist, dass die Länder sich nicht haben entzweien lassen, dass der Streit der unterschiedlichen Interessen nicht weitergegangen ist, sondern dass die 16 Bundesländer miteinander solidarisch sind und dass die Bundesländer, die stärkere Einnahmen haben, einen Teil dieser Einnahmen den Bundesländern zur Verfügung stellen, die nicht so große Einnahmen haben. Und auch der Bund steht weiter zu seiner Verantwortung für die Länder, weil es sei ja einmal erinnert, die Länder bilden den Bund und nicht umgekehrt. Und deshalb gehen auch die Bundesergänzungszuweisungen weiter und auch die speziellen Ergänzungszuweisungen gehen weiter. Und gerade diese speziellen Ergänzungszuweisungen, und deshalb, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, wäre es gut gewesen, sich mit dem eigentlichen Thema auseinanderzusetzen. Da kann man hier drüber wegschnoddern und das Übliche erzählen, was man sonst immer erzählt. Aber diese besonderen, diese Leistungen des Bundes für Haushaltsnotländer, da wird im Saarland, da wird in Bremen ganz anders drüber diskutiert.
Da wird nicht einmal kurz darüber weggegangen und gesagt, darüber rede ich gar nicht, sondern für diese Länder ist das essentiell, dass es diese Zuweisungen gibt und dass es gelungen ist, das alles hinzubekommen. Das ist ein großes Werk. Dafür herzlichen Dank für alle, die daran beteiligt waren. Herzlichen Dank auch an den Ministerpräsidenten, der für Hessen hier verhandelt hat. Es lohnt, darüber zu debattieren, denn es ist ein großes Werk, was hier geschaffen wurde. Und ganz wesentlich dafür, für die Einigung, war, dass man einen neuen Ausgleichsmechanismus gefunden hat. Wie war das denn bislang beim Länderfinanzausgleich? Bislang war das so, den Ländern wurden Gelder zugewiesen für ihre Landeshaushalte in der Aufteilung der Steuereinnahmen. Dann haben wir das alles gesehen in unserem Landeshaushalt, haben gesagt, oh, klasse, viel Geld. So war es in Hessen ja immer. Und das Geld, was gegeben wurde, wurde dann wieder genommen und ist über den Länderfinanzausgleich in andere Länder gegangen. Mit all den Debatten, mit all den Neiddebatten, mit all den, auch ich sage es, falschen Besitzansprüchen einzelner Länder auf Steuereinnahmen, weil es geht nicht um das Geld einzelner Länder, es geht immer um das Geld der Bürgerinnen und Bürger, weil das sind Steuereinnahmen, mit all den Egoismen, die damit verbunden waren. Und jetzt haben wir ein neues System, wo wir nicht erst den Ländern Geld geben und es ihnen wieder nehmen, sondern von vornherein schauen, wie kann das Geld der Bürger, wie kann die Steuereinnahmen sinnvoll und solidarisch auf alle Länder verteilt werden. Das machen wir jetzt über die Umsatzsteuer mit den Zuschlägen und mit den Abschlägen auf die Umsatzsteuer. Ein viel besseres Modell, ein viel transparenteres Modell. Und allein dafür hätte diese Reform gelohnt, meine Damen und Herren. Ich sage diesen Punkt aus voller Überzeugung, weil die Grüne Landtagsfraktion und weitere Landtagsfraktionen der GRÜNEN sich schon im Jahr 2012 sehr intensiv mit der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen beschäftigt haben, weil wir nicht so ganz davon überzeugt waren, dass der Weg der Klage jetzt nun wirklich der Weisheit allerletzter Schluss ist, haben wir gesagt, mindestens einmal parallel zu einer Klage. Mindestens parallel zu einer Klage macht es ja durchaus Sinn, auch ein eigenes Konzept zu entwickeln. Wir haben dann die Konstanzer Professorin Nathalie Behnke gebeten, ein Modell zu erarbeiten, wie man denn den Bund-Länder-Finanzausgleich neu machen könnte. Dieses Modell ist genau das Modell, das Frau Behnke erarbeitet hat, worauf sich jetzt die Länder geeinigt haben. Normal würden ja Modelle immer getauft. Und wenn es um Männer geht, haben wir Rürup-Rente und Riester-Rente und alles. Ich würde vorschlagen, den jetzt gefundenen Bund-Länder-Finanzausgleich nach Frau Behnke zu benennen, das Behnke-Modell, weil genau das ist es, meine Damen und Herren. Meine zweite Feststellung. Bitte? Herr Kollege Schmidt, im Gegensatz vielleicht zu Ihnen schmücke ich mich nicht mit fremden Lorbeeren. Meine zweite Feststellung, es ist ein gutes Ergebnis für Hessen. Ich habe es schon angesprochen. Wir haben ab dem Jahr 2020 580 Millionen € brutto, ich betone noch einmal brutto, mehr für Hessen. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass aus diesem Brutto auch netto wird. Ich will die Risiken noch einmal benennen. Denn es fallen die Entflechtungsmittel weg in den Bereichen Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau, bei der Wohnungsbauförderung und bei der Gemeindeverkehrsfinanzierung. Das ist ein Betrag von 180 Millionen €. Und solange wir die noch nicht haben, sind eben diese 580 Millionen € ein Bruttowert. Und wir tun gut daran, diese 580 Millionen nicht schon wieder gleich auszugeben, sondern sehr verantwortlich zu schauen, was wir mit diesem Geld dann tatsächlich machen. Bevor wir also große Reden schwingen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, bevor wir Geld, was wir netto noch gar nicht definitiv haben, fünfmal ausgeben, so wie das die Sozialdemokratie hier im Haus macht, tun wir einfach gut daran, solide weiterzuarbeiten und auch die letzten Bausteine dieser Reform ins Trockene zu bringen, meine Damen und Herren. Meine dritte
Herr Kollege Schmidt, war irgendetwas der Forderung der Sozialdemokratie in Höhe von 3 Milliarden € falsch? Herr Kollege Schmidt, wollen Sie irgendwas? Herr Kollege Schmidt, wollen Sie irgendwas von den Forderungen, die Sie den Menschen, von den Versprechungen, die Sie den Menschen gemacht haben, zurücknehmen von diesen 3 Milliarden? War irgendetwas falsch? Und gibt es irgendwo eine Finanzierung für die 3 Milliarden? Das ist doch die ganz einfache Frage. Also, wenn Sie jetzt heute alle Forderungen zurücknehmen, dann ist das ja ein Fortschritt, Herr Kollege Schmidt. Bislang, ich habe da nicht gesehen, wie Sie 3 Milliarden finanzieren, Herr Kollege Schmidt. Es scheint ja zu treffen. Das ist genau der neuralgische Punkt. Wenn man Opposition nur nach dem Prinzip macht, allen Wohl, keinem Wehe, keine eigene Idee, keine Finanzierung, dann muss man natürlich dazwischenrufen, wenn genau dieses Thema hier vom Rednerpult angesprochen wird, meine Damen und Herren. Genau das ist der neuralgische Punkt. Allen alles versprechen, kein eigenes Konzept, keine Finanzierung. Wo ist denn der Hessenplan? Seit mittlerweile Jahren angekündigt. Wo ist denn der Hessenplan? Wir würden ja gerne mit Ihnen um den besten Weg für unser Land streiten. Es wäre nur gut, wenn Sie endlich einmal einen vorlegen würden, meine Damen und Herren. Meine dritte Bemerkung, und das soll nicht verschwiegen werden, die Einigung zwischen Bund und Ländern enthält auch schwierige Kompromisse. Aber es ist immer so bei Kompromissen, sie sind schwierig, sie tun mal der einen, mal der anderen Seite weh, aber um zu einem Ergebnis zu kommen, sind sie notwendig. Bitte? Ja, ich rede ja auch über die Leute, die regieren, und nicht über die Opposition von der SPD. Das ist der Unterschied. Ja? Und wenn man regiert, danke, Herr Kollege Warnecke, für den Zwischenruf, kann das auch einmal sein, dass man Kompromisse eingehen kann, dass man nicht allen Leuten erzählen kann, was sie gerade hören wollen. Und deshalb gibt es schwierige Kompromisse. Für die 10 Milliarden, die der Bund jetzt zusätzlich den Ländern zur Verfügung stellt, wollte er zusätzliche Kompetenzen. Jetzt kann man darüber streiten, warum für die Kolleginnen und Kollegen im Bund, im Deutschen Bundestag, es immer so wahnsinnig faszinierend ist, für das zuständig zu sein und bei dem mitzureden, was eigentlich das Kerngeschäft der Länder ist. Aber wir nehmen es einfach einmal als Kompliment. Die finden es so faszinierend, auch über Schulpolitik zu reden. Die finden es so faszinierend, sich auch um die Straßenbauverwaltung zu kümmern. Die finden es so faszinierend, sich um die Steuerverwaltung zu kümmern, dass sie auch da mehr mitreden wollten. Aber ich sage auch, gerade bei der Straßenbauverwaltung, ob das tatsächlich klug ist und ob es tatsächlich der Weisheit letzter Schluss ist, wenn der Bund sich jetzt um die Autobahnen selbst kümmert, wir diesen Teil der Straßenverwaltung herauslösen und an den Bund geben, ob das tatsächlich am Ende dazu führt, dass es besser wird, da darf man Zweifel haben. Aber das ist der Teil des Kompromisses und des Zugeständnisses an den Bund. Wir in Hessen werden jedenfalls weiter uns dafür einsetzen, dass dieser Übergang vernünftig gestaltet wird und dass er vor allem nicht zulasten der Beschäftigten bei Hessenmobil geht, meine Damen und Herren. Auch bei der Förderung von finanzschwachen Kommunen in der Bildungsinfrastruktur da kann man lange und viel streiten. Die einen sind für die generelle Aufhebung des Kooperationsverbotes im Bildungsbereich. Das ist auch die Position, die die GRÜNEN vertreten. Die anderen sagen, auf gar keinen Fall darf der Bund Mitsprache in diesem Bereich haben. Gebt uns das Geld, und wir entscheiden das alle allein. Am Ende sagen wir, jetzt haben wir einen Kompromiss, mit dem finanzschwache Kommunen unterstützt werden, und wir nehmen jeden Euro gerne, der uns hilft, die Bildungsinfrastruktur in unserem Land zu verbessern. Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Es lohnt sich, über das eigentliche Thema zu reden, weil dieses Thema ist grundlegend für unser Land. Es lohnt sich, über die Einigung zu reden, die enthält Kompromisse, richtig. Aber vor allem ist sie ein großer Wurf, weil sie die Finanzbeziehungen von Bund und Ländern auf eine neue und tragfähige Grundlage legt.
und sie ist ein gutes Ergebnis für unser Bundesland, weil wir ab 2020 Mehreinnahmen dadurch haben werden. Und wir werden noch genug Gelegenheit haben, darüber zu streiten, wie wir diese Mehreinnahmen verwenden. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Erst müssen sie auch tatsächlich da sein, und dann können wir sie ausgeben. Und was auf gar keinen Fall geht, ist Mehreinnahmen, die noch gar nicht da sind, fünfmal auszugeben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Von der Fraktion DIE LINKE bekomme ich jetzt eine Wortmeldung, wenn ich das richtig sehe. Bitte sehr, Frau Kollegin Wissler, Sie haben das Wort. Regierungserklärung das getan, was zu erwarten war. Er hat die Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen als Erfolg verkauft. Und wenn man heute in die Zeitungen schaut, dann stellt man fest, dass die Erfolge ja auch dringend gebrauchen können. Nach der gestrigen Sitzung des Untersuchungsausschusses ist es ja ein verständliches Manöver, um zu versuchen, Ihren Namen mal wieder positiv in die Schlagzeilen zu bringen, Herr Minister. Von daher war es relativ klar, dass Sie hier versuchen würden, das als Erfolg zu verkaufen. Allerdings, und das muss man mal feststellen, hätten Sie schlecht ausgesehen, wenn Sie hier in aller Offenheit mal deutlich gemacht hätten, dass die Ergebnisse der Reform des Länderfinanzausgleichs größtenteils überhaupt nicht dem entsprechen, was Ihre Landesregierung im Vorfeld gefordert hatte, dass Sie etwa mit Ihrer Vorstellung eines Wettbewerbsföderalismus völlig baden gegangen sind. Und ich füge hinzu, glücklicherweise sind Sie mit diesen Vorstellungen baden gegangen. Wie hätten Sie ausgesehen, wenn Sie erklärt hätten, dass die Klage, die das Land Hessen beim Bundesverfassungsgericht eingereicht hat, getrost als gescheitert bezeichnet werden kann und dass in einigen wesentlichen Punkten nun das Gegenteil von dem erreicht wurde, was Sie eigentlich gefordert hatten? So viel Ehrlichkeit, das versteht sich, habe ich aber auch gar nicht erwartet. Nach Ihrer Rede hat man den Eindruck, Herr Bouffier, das sei jetzt der beste Länderfinanzausgleich seit Roland Koch. Denn Roland Koch hatte den letzten, den aktuell gültigen und von ihm ausgehandelten Länderfinanzausgleich ja seinerzeit als, Zitat, historische Wende gefeiert. Man soll es nicht glauben, das ist der... Herr Boddenberg, man soll es nicht glauben. Den, das ist der gleiche, das ist der... Nein, da war ich noch nicht im Landtag. Wissen Sie, man soll es ja nicht glauben, das ist der gleiche Länderfinanzausgleich, gegen den die CDU geführte Landesregierung der letzten Jahre stets gewettert haben und gegen den Sie, wie der Ministerpräsident gerade sagte, aus politischer Notwehr vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt haben. Wohlgemerkt gegen den LFA, den Roland Koch 2001 selbst ausgehandelt und damals so gelobt hat. Wir können also sehr gespannt sein, welche Halbwertszeit Ihre Freude diesmal hat, meine Damen und Herren. Der neue Länderfinanzausgleich jedenfalls enthält ziemlich wenig von dem, was Sie mit Ihrer Klage erreichen wollten. Und ich muss gestehen, ich bin froh darüber, dass das so gekommen ist. Und ich bin froh, dass sich auch diejenigen nicht durchgesetzt haben, die sich von der anstehenden Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen erhofft hatten, den Föderalismus in Deutschland grundlegend umzubauen. Eben weg von einem Föderalismus, der darauf ausgerichtet ist, die nach dem Grundgesetz geforderten gleichwertigen Lebensverhältnisse herzustellen, hin zu einem Wettbewerbsföderalismus, in dem die Bundesländer in Konkurrenz gestellt werden. Und so träumten ja zwischenzeitlich einige davon, etwa die Sozialgesetzgebung zu regionalisieren. Man stelle sich vor, wohin das geführt hätte, wenn die Sozialgesetzgebung völlig zersplittert wäre. Im Kern gibt es Punkte, die wir an der Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen richtig finden. Aber es gibt auch eine ganze Menge andere Punkte, wo wir uns eine andere Entwicklung gewünscht hätten. Fakt ist aber, Hessens Klage gegen die Solidarität zwischen den Bundesländern, die ist gescheitert, meine Damen und Herren. Und
Und Ihre Darstellung, dass Ihre Klage quasi die Grundlage für erfolgreiche Verhandlungen gelegt hat und dass sie sich gelohnt hat, die ist einfach falsch. Die Landesregierung hat eben etwa beklagt, dass die Finanzkraft der Kommunen bisher zu 64% in den Länderfinanzausgleich einbezogen waren. Das war Ihnen zu viel. 64% war Ihnen zu viel. Sie wollten, dass diese Einbeziehung der kommunalen Steuereinnahmen geringer ausfällt. Herausgekommen ist genau das Gegenteil. Die Finanzkraft der Kommunen wird in Zukunft zu 75% angerechnet. Die Hessische Landesregierung ist hier also vollständig gescheitert. Ihre Klage hat das Gegenteil von dem erreicht, was Sie eigentlich wollten, meine Damen und Herren. Ihre Klage war ein Wahlkampfmanöver auf Kosten der Steuerzahler. Und, Herr Ministerpräsident, jetzt ist herausgegangen, erste Regierungserklärung hier halten und etwas verkünden und dann nicht zuhören, was man dazu zu sagen hat. Auch das ist Frage von Stil. Herr Ministerpräsident, ich hätte schon ganz gerne mal gewusst, was ist eigentlich was diese von Anfang an aussichtslose Klage, die Sie jetzt zurückziehen wollen, was die eigentlich gekostet hat, den Steuerzahler. Was haben die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler eigentlich dafür bezahlt, dass Sie 2013 als solches Wahlkampfmanöver gefahren haben, wo vollkommen klar war, dass diese Klage entweder überhaupt nicht behandelt wird oder aber überhaupt keine Aussicht auf Erfolg hat? Das hätten Sie ja heute mal sagen können im Sinne der Transparenz, meine Damen und Herren. Wirklich problematisch ist aus unserer Sicht, dass der Länderfinanzausgleich auch in Zukunft blind ist für strukturelle Unterschiede zwischen den Bundesländern. DIE LINKE hat hierzu schon 2014 den Vorschlag gemacht, dass Ausgaben berücksichtigt werden, die von den Bundesländern und ihren Kommunen erbracht werden, die von den Bundesländern und den Kommunen erbracht werden müssen, aber die faktisch auf dieser Ebene nicht politisch beeinflusst werden können, wie beispielsweise die Ausgaben nach dem SGB II. Wir hätten uns gut vorstellen können, dass man in Zukunft im Länderfinanzausgleich anerkennt, dass es eben nicht ausreicht, die unterschiedlich hohen Steuereinnahmen der Länder auszugleichen, um gleichwertige Lebensverhältnisse von Rügen bis zum Bodensee herzustellen, sondern dass man dafür auch genauer hinsehen muss, welche Aufgaben damit eigentlich erfüllt werden müssen. Leider ist es dazu nicht gekommen, und auch weiterhin verteilt der Länderfinanzausgleich die Steuereinnahmen der Bundesländer sozusagen strukturblind. Auch nicht gelungen ist es, überhaupt nur das Thema der Altschulden der Bundesländer darüber zu reden. Gerade hier hätte man doch versuchen können und müssen, Hessen bei seinen Altschulden deutlich zu entlasten. Und noch einen anderen kritischen Punkt will ich ansprechen. Gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, ist nicht nur eine Verpflichtung der Geberländer, sondern es ist auch eine Verpflichtung der Nehmerländer. Und in diesem Landtag wird ja gerne auf die andere Seite des Rheins nach Mainz geblickt und dann darüber geschimpft, man würde sich dort kostenlose Kitas mit hessischem Geld leisten. Dabei ist das Geld aus dem Länderfinanzausgleich in kostenlosen Kitas bestens angelegt. Und dass wir in Hessen keine kostenfreien Kitas haben, das liegt einzig und allein an einer falschen politischen Prioritätensetzung dieser Landesregierung. Das eigentliche Problem ist eben nicht Rheinland-Pfalz. Das eigentliche Problem sind Länder wie Sachsen, wo seit Jahren CDU-geführte Landesregierungen den öffentlichen Dienst kaputtsparen und Lehrerstellen streichen, gleichzeitig aber mit hessischer Hilfe Rücklagen gebildet werden. In Dresden liegt also Geld auf dem Sparbuch der Landesregierung, für das in Hessen zeitweise Schulden aufgenommen werden. Und das, meine Damen und Herren, das ist wirklich nicht Sinn eines Länderfinanzausgleichs, der gleichwertige Lebensverhältnisse herstellen soll. Ja, für Hessen bedeutet der neue Länderfinanzausgleich mehr Einnahmen, aber auch, weil die Länder sich einige Kompetenzen vom Bund haben abkaufen lassen. Und hier wird deutlich, was die Hessische Landesregierung mit ihrer Klage gegen den LFA nie verstanden hat. Bei der Frage, wie die Steuereinnahmen verteilt werden, ist man als Geberland den Nehmerländern näher als dem Bund.
Denn der Bundesfinanzminister lässt sich für Überschüsse feiern. Im Bund sieht die Haushaltslage schon lange deutlich besser aus als in vielen Ländern. Und das Ärgerlichste an dem gesamten Vorgang ist, dass Herr Schäuble, dass die Bundesregierung diese starke Position des Bundes genutzt hat, um mit den Bund-Länder-Finanzen noch andere Vorhaben zu verknüpfen und Kompetenzen neu zu ordnen. Hier liegt das große Problem. Denn wir reden ja nicht alleine über den Länderfinanzausgleich, sondern wir reden auch darüber, dass der Bund ein Lieblingsprojekt der Großen Koalition umgesetzt hat, nämlich die Gründung einer Infrastrukturgesellschaft, die Zentralisierung der Autobahn in einer privatrechtlichen Gesellschaft, einer Art Autobahn GmbH. Und da kann ich mir bildlich vorstellen, wie Sigmar Gabriel, damals noch Wirtschaftsminister, Wolfgang Schäuble sich darüber unterhalten haben, wie man zukünftig große Investitionen in Infrastruktur finanzieren will, wo doch die Schuldenbremse genau die unsicherweise Kredite dafür, genau dafür verbietet. Und dann wurden sie sich offensichtlich recht schnell einig darüber, dass man einen Schattenhaushalt schaffen könnte, indem man eben eine Zweckgesellschaft dafür gründet. Ein Weg, um die unsägliche Schuldenbremse zu umgehen. Meine Damen und Herren, ich will nur darauf hinweisen, dass das genau die Punkte waren, vor der DIE LINKE damals gewarnt hat, als man die Schuldenbremse ins Grundgesetz und auch in die Hessische Verfassung geschrieben hat, nämlich, dass am Ende Schattenhaushalte geschaffen werden, dass ganze Bereiche der demokratischen Kontrolle von Parlamenten entzogen werden und dass die Schuldenbremse vor allem auch eine Förderung von Privatisierung und den unsäglichen öffentlich-privaten Partnerschaften ist, dass am Ende darüber die Investitionen laufen. Das war genau unsere Warnung damals. Und ich finde, dass genau der Vorgang zeigt, wie recht wir hatten mit unserer Kritik an der Schuldenbremse. Und das wäre ja das eine gewesen, eine Bundesautobahngesellschaft zu gründen. Auch das wäre schon ein problematischer Schritt in Richtung der Privatisierung öffentlicher Infrastruktur gewesen, weil es die Diskussion darüber, ob der Bund Anteile verkaufen soll, eröffnet und weil es die Infrastruktur einer Unternehmenslogik unterwirft und viele weitere Probleme schafft. Allerdings hat die Regierungsmehrheit im Bundestag mit der jetzigen Regelung auch den Lobbyisten institutioneller Anleger ein Geschenk gemacht. Und jetzt hat man auch noch ins Grundgesetz geschrieben, dass private Geldgeber am Bau von Autobahnen beteiligt werden können. Man hat in die Verfassung geschrieben, dass Bundesautobahnen zukünftig über gigantische ÖPP-Projekte finanziert werden können. Und damit dürfen sich private Investoren demnächst am Bau von Autobahnen bereichern. Dabei ist mehrfach belegt, dass ÖPP-Projekte teurer sind und gegenüber rein öffentlichen Bauten eigentlich nur Nachteile haben. Gerade in Hessen wissen wir das. Man kann sich ja einmal den Landkreis Offenbach zum Beispiel anschauen. Da ist das hinlänglich bekannt. Man hätte die Chance gehabt, genau das zu unterbinden. Aber die Große Koalition hat einen entsprechenden Antrag der LINKEN dazu abgelehnt. Also offensichtlich geht es doch genau darum, Finanzinvestoren die Möglichkeit zu geben, letztlich die Autobahnen zu privatisieren, trotz breiter Proteste, trotz großer Vorbehalte in der Bevölkerung. Und auch vonseiten der Beschäftigten wurde das durchgesetzt, auch gegen Vorbehalte von den Menschen, die in der hessischen Straßenverwaltung arbeiten, bei der Landesbehörde Hessenmobil, ob bei der Planung oder in den Straßenmeistereien. Hier hoffen Menschen, ihre Stellen im öffentlichen Dienst behalten zu können, die doch genau wissen, was solche Privatisierungen für die Arbeitsbedingungen bedeuten. Da muss man sich doch nur die Konsequenzen aus der Bahnreform anschauen oder die Privatisierung der Post, um zu wissen, was solche Vorhaben am Ende dann auch bedeuten. Und ich sage Ihnen, diese Hängepartie, diese Sorgen haben diese sehr hart arbeitenden Menschen einfach nicht verdient, meine Damen und Herren. Der Bund hat die Länder unter Druck gesetzt, indem die Autobahnen ins Paket mit den Bund-Länder-Finanzen geschnürt wurden. Und das war leider, sage ich, erfolgreich. Wir bedauern sehr, dass die Länder im Bundesrat der Grundgesetzänderung zur Autobahngesellschaft zugestimmt haben. Daneben, neben der Frage der Autobahnprivatisierung, gibt es auch weitere Aspekte, die bei einer so umfassenden Änderung des Grundgesetzes fast unter den Tisch fallen. Schlecht finden wir etwa, dass es künftig keine Bundesförderung für den sozialen Wohnungsbau mehr geben soll.
Gerade in dem Bereich wären wir doch darauf angewiesen, dass Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam alles tun, was in ihrer Macht steht, um die Wohnungsnot in den Großstädten zu bekämpfen. Sie kennen alle die Situation auf den angespannten Wohnungsmärkten. Wir brauchen dringend höhere Investitionen in öffentlich geförderten Wohnraum für Familien, für Gering, für Normalverdiener, damit Menschen eine bezahlbare Wohnung finden, gerade in den Ballungsgebieten. Dafür brauchen wir mehr Geld und keine derart sinnlosen Regelungen, meine Damen und Herren. Was also bleibt, ist eine vollkommen überhastete Föderalismusreform, bei der es am Anfang eigentlich nur darum gehen sollte, dass der Länderfinanzausgleich neu geregelt werden sollte, der im Jahr 2019 ausläuft. Was darüber hinaus beschlossen wurde, hätte so nie und nimmer durch die Parlamente gepeitscht werden dürfen und schon gar nicht in so kurzer Zeit, wo in der einen Woche die Vorlage vorliegt und in der nächsten Woche schon entschieden wird. Man hätte natürlich die Kommunen stärker beteiligen müssen. Vor allem aber hätte man die Tür für private Investoren bei der Finanzierung der Autobahnen niemals aufstoßen dürfen, meine Damen und Herren. Und diesen Teil der Reform, den lehnen wir ab. Und hier werden wir auch in Zukunft alles daran setzen, dass diese Möglichkeiten zur Privatisierung öffentlichen Eigentums, dass diese Möglichkeiten nicht genutzt werden können. Und natürlich ist es sehr wesentlich jetzt, was mit den Mehreinnahmen passiert, ob das zusätzliche Geld genutzt wird, um die Förderung im Wohnungsbau auszuweiten oder bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ob das Geld dafür eingesetzt wird, um im Bildungsbereich mehr und bessere Angebote machen zu können, ob die Kinderbetreuung ausgebaut und die Schulen für Inklusion und Ganztagsbetreuung entsprechend ausgerüstet werden, ob Hessen endlich mehr Geld für die Förderung des ÖPNV ausgibt, ob in Krankenhäuser und öffentliche Straßen investiert wird und ob die Kommunen endlich finanziell dauerhaft besser ausgestattet werden. Und, meine Damen und Herren, um diese Fragen geht es. Was passiert jetzt eigentlich mit den Mehreinnahmen? Oder am Ende ist ein Finanzminister, der dasteht, wobei ich gerade auch merke, dass er gar nicht da ist. Wäre ja eigentlich auch ein Thema, wo ich mir vorstellen könnte, dass den Finanzminister. Oh, Frau Weiland. Aber Sie sind da und hören zu. Gut. Aber ich finde, das ist schon die Frage, ob wir am Ende ein Finanzminister dasteht und uns hier allen wieder erklärt, dass man jetzt erst einmal wieder sparen muss, um diese sogenannte Schuldenbremse einzuhalten. Also von daher bin ich schon sehr skeptisch, wie viel von dem Geld unter dieser Landesregierung wirklich bei den Menschen ankommen wird. Und angesichts der Steuerpläne. Ja, ja, wissen Sie, Herr Boddenberg, wenn man sich so die Steuerpläne von CDU und FDP im Bund anschaut, dann finde ich, ist die Befürchtung, naja, zumindest einzelne Äußerungen, dann muss man schon befürchten, dass die Entlastung von Menschen mit hohen und höchsten Einkommen wieder von denen bezahlt wird, die eigentlich am meisten auf einen handlungsfähigen Staat angewiesen sind. Und das Geld, das Hessen jetzt zusätzlich hat, das muss nicht nur sinnvoll ausgegeben werden, sodass es bei den Menschen ankommt. Es muss auch gegen neue Steuergeschenke für Reiche verteidigt werden, damit die soziale Ungleichheit sich nicht immer weiter verschärft in diesem Land. Denn wir leben jetzt schon in einem Land, in dem die einen mit Wohnraum spekulieren, während andere kein Obdach haben. Wir leben in einem Land, in dem Banker mit Milliarden jonglieren, während sich viele Kinder im Schatten der Bankentürme ihr Schulessen nicht leisten können. Und wir leben in einem Land, in der das Vermögen zweier hessischer Familien beinahe ausreicht, also beinahe die Staatsverschuldung dieses gesamten Bundeslandes übersteigt. Also Enteignung, das alte Linkenvorhaben. Herr Boddenberg, die Frage ist ja, wissen Sie, ich glaube, dass das Vorhandensein, wenn Sie mir zuhören würden, ich glaube, dass das Vorhandensein von Milliardenvermögen auf Enteignung beruht, weil niemand kann ein Milliardenvermögen erarbeitet haben. Niemand kann das erarbeitet haben. Und deshalb ist nicht die Besteuerung von Milliardenvermögen eine Enteignung, sondern der Besitz von Milliardenvermögen. Das ist eine Enteignung, nämlich der Menschen, die tagtäglich hart arbeiten für diesen Reichtum. Und ich möchte Sie. Herr Ralf. Die Antwort wäre,
Herr Reif, ich finde es schön, dass Sie mir den Zwischenruf mit den hart arbeitenden Menschen. Ich möchte Sie mal auch auf etwas hinweisen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass das reichste Geschwisterpaar in diesem Land im letzten Jahr 1 Milliarde € allein aus Dividenden ihrer BMW-Aktien bekommen haben. 1 Milliarde € aus ihren Dividenden. Die beiden haben nicht ein einziges Auto gebaut. Alles, was sie gemacht haben, ist, dass sie geerbt haben. Und das kann doch nicht wahr sein, dass man Erbschaften in diesem Land nicht vernünftig besteuert, sondern sich die soziale Ungleichheit von Generation zu Generation fortsetzt und sich Ungleichheit auch noch so vererbt. Und deswegen sage ich, in diesem Land gibt es genug Geld. Und diese gigantischen Vermögen, die beruhen darauf, dass man andere Menschen enteignet hat. Und deswegen finde ich eine soziale Umverteilung von Reichtum, das ist ja wohl das Gebot der Stunde, meine Damen und Herren. Ja, immerhin hat Ihre Aufregung dafür gesorgt, dass auch der Ministerpräsident hier wieder Platz genommen hat und sich der Debatte widmen, ist doch auch was Schönes. Ich war die ganze Zeit da. Aber Sie sind so benebelt, dass Sie das nicht mehr wahrnehmen. Meine Damen und Herren, Frau Wissler, ich verstehe ein bisschen Aufregung, aber wir hatten uns einmal darauf verständigt, dass es keine Zwischenrufe von der Regierungsbank und keine Dialoge mit der Regierungsbank gibt. Das betrifft nicht nur am allerwenigsten den Ministerpräsidenten, wenn ich das einmal erwähnen darf. Frau Wissler, vielleicht können Sie fortfahren. Vielen Dank, Herr Präsident. Deshalb ist die Frage der Umverteilung eine drängende Frage. Und es geht eben nicht nur darum, das Geld zwischen Bund und Ländern irgendwie anders zu verteilen, sondern vor allem mal dafür zu sorgen, dass die Menschen, die mit den dicksten Autos auf öffentlichen Straßen fahren, dass die auch einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben leisten, meine Damen und Herren. Und deshalb brauchen wir eine höhere Besteuerung von Unternehmensgewinnen. Wir brauchen eine echte Erbschaftssteuer und wir brauchen die Vermögenssteuer. Es ist doch nicht hinnehmbar, dass man in einer so reichen Volkswirtschaft oft die Schulen daran erkennt, dass sie die marodesten Gebäude des ganzen Stadtteils sind. Und angesichts der gigantischen privaten Geldvermögen, die wir in diesem Land haben, ist es doch absurd, dass wir uns hier alles ernst darüber auseinandersetzen, ob wir uns gebührenfreie Kitas leisten können oder nicht, angesichts des Reichtums in diesem Land. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich habe einige Ausführungen. Und deshalb, ich habe. Herr Reif, Sie können ja mal versuchen, in Hessen nach Öl zu bohren. Vielleicht werden Sie ja auch fündig, wenn Sie meinen, dass das ein kluger Zwischenruf war. Deshalb ist die Umverteilung auf der Tagesordnung. Ich habe eine ganze Menge gesagt zu den Bund-Länder-Finanzen. Ich habe deutlich gemacht, wo da unsere Kritik ist, insbesondere an der Verknüpfung von Themen, die nichts miteinander zu tun haben. Ich bin der Meinung, dass die Landesregierung sich mitnichten mit den Sachen durchgesetzt hat, die sie zuvor in ihrer Klage aufgeführt hat. Ich sage, das ist auch gut so, dass sie sich nicht durchgesetzt haben. Aber ich finde, es geht nicht nur um die Neuregelung der Finanzen zwischen Bund und Länder, sondern es geht um die Neuregelung der Finanzen zwischen oben und unten. Es geht um die Frage der Umverteilung. Und die muss in einem so reichen Land mit einem solchen Investitionsstau und mit solchen Problemen zum Teil in den öffentlichen Kassen, die muss endlich gestellt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Hahn das Wort. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Im Gegensatz zu einigen anderen Fraktionen in diesem Hause sage ich für die Freien Demokraten, für die FDP-Fraktion, das ist kein guter Tag für Hessen. Das ist auch kein guter Tag für Deutschland. Es ist ein guter Tag für eine neue Scheckbuch-Demokratie des Bundes gegenüber den Ländern. Und das ist nicht Föderalismus, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie wir ihn uns vorstellen.
Wir haben dieses Ergebnis, Herr Ministerpräsident, jedenfalls als FDP so nicht gewollt. Wir haben es so nicht gewollt, als wir bereits zu Beginn der Regierungskoalition 1999 unter dem Ministerpräsidenten Roland Koch uns daran gemacht haben, zu überlegen, wie wir die in unseren Augen ungerechten Belastungen für unser Hessenland durch den Länderfinanzausgleich verändern können. Ja, Herr Schäfer-Gümbel, ich will Sie jetzt nicht stören. Ja, Herr Schäfer-Gümbel, Sie haben recht. Sie haben recht, dass der alte Länderfinanzausgleich unter anderem die Unterschrift von Roland Koch trägt. Und ich bekenne mich auch schuldig im Sinne einer möglichen Anklage, wobei ich weiß gar nicht, ob Sie anklagen, weil Ihre Kollegen waren ja auch dabei gewesen, die das im Jahre 2001, 2002 ja auch so verabredet haben. Ich bekenne mich schuldig, dass ich damals in der Nacht noch von Roland Koch angerufen worden bin und gefragt habe, macht mein Koalitionspartner in Hessen die FDP damit ja oder nein, und ich mit ja geantwortet habe. Aber auch wenn etwas 10, 15 Jahre vorher gemacht worden ist, muss es nicht auf ewig gut sein. Und dieser Länderfinanzausgleich war nicht auf ewig gut. Hätte man damals bereits die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung erkannt, hätte man möglicherweise sogar schon zu Beginn etwas anders sich als Land Hessen verhalten. Also vergossene Milch. Nur, werter Herr Ministerpräsident, Sie haben vorgetragen, seit 4 Jahren beschäftigt man sich damit. Da muss ich in aller Ehre widersprechen. Wir beschäftigen uns jedenfalls in der Hessischen Landesregierung seit 2009 damit. Und wir haben sehr intensiv diskutiert. Die FDP-Fraktion hier im Hessischen Landtag hat gemeinsam mit den Fraktionen von Baden-Württemberg und Bayern unter anderem ein Gutachten in Auftrag gegeben. Optionen für eine Reform des bundesdeutschen Finanzausgleichs. Es wurde erstellt von Prof. Lars Feld, von Prof. Hanno Kube und von Herrn Dr. Schnellenbach. Alle diese drei Namen, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen heute im Zusammenhang mit Sachverständigenrat und anderen Beratungsgremien der Bundesregierung, der Bundespolitik, vieler Unternehmen vor. Und wir haben in diesem Gutachten, das im November 2012, also vor etwas mehr als 4 Jahren, bereits vorgelegt worden ist, es hat nämlich einen Vorlauf gegeben, darauf hingewiesen, dass es in unseren Augen auf der einen Seite eine Reduzierung der sehr hohen Belastung der Geberländer geben muss. Ohne Frage. Aber wir haben auch dargelegt, dass wir es wollen, dass es ein bundesstaatliches Finanzausgleichssystem gibt, das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich klaue mir ein sozialdemokratisches Wort, unter anderem gerecht ist. Ist es denn wirklich gerecht? Und da hat der Ministerpräsident ja vollkommen recht, dass Bundestagsabgeordnete sagen, wenn wir euch Ländern schon Geld geben, dann wollen wir aber auch mitbestimmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, kann es nicht auch sein, dass die Bundestagsabgeordneten einfach zu viel Geld zur Verfügung haben, obwohl dieses Geld ihnen gar nicht, ihnen sowieso nicht, dem Bund nicht zusteht, weil er nämlich gar nicht so viele Aufgaben zu erledigen hat, meine sehr verehrten Damen und Herren? Wäre es nicht viel gerechter, wenn nach der Föderalismuskommission Entscheidung 1 zu Beginn des letzten Jahrzehntes nicht nur die Kompetenzen auf die Länder geflossen wären. Gott sei Dank, ich war dabei. Übrigens saß ich neben Wilfried Kretschmann. Der war auch dabei. Und wir waren in 98% einer Meinung, liebe Kollegen der GRÜNEN. Wir wollten to whom it may concern. Wir wollten, dass dort, wo die Aufgabe anfällt, sie auch erledigt wird. Und das klassischste aller Beispiele ist der Justizvollzug. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das haben wir auch zu einem Teil erreicht. Nur was wir nicht erreicht haben, ist, dass eine verbindliche, nachhaltige, langfristige Finanzierung dieser Aufgaben auch organisiert wird. Die Bundesleute denken ja heute noch, dass die Steuereinnahmen ausschließlich dem Bund zur Verfügung stehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein Irrtum. Es ist ein Irrtum. Die Länder stellen den Bund. Und nicht der Bund ist der Chef der Länder.
Ich sage das einmal sehr bewusst, weil auch ein bisschen unser Selbstbewusstsein wieder herauskommen muss. Und ich kann Ihnen das sagen, das ist in der FDP genauso wie in den anderen Parteien. Ich habe mir eine scheinbar blutige Nase geholt, als ich Mitte des letzten Jahrzehnts in einer Sitzung der FDP-Bundestagsfraktion mich ausdrücklich dafür ausgesprochen habe, dass dieses Kooperationsverbot eingerichtet wird. Und da sagte die damalige bildungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Conny Pieper, zu mir, das geht aber nicht. Da sagte ich, warum? Wärst du in Sachsen-Anhalt geblieben im Landesparlament, hättest du dort Bildungspolitik machen können. Ich habe gerade noch ein bisschen Polizeischutz bekommen, sodass ich aus der Fraktionssitzung einigermaßen lebend herauskam. Ich will Ihnen damit nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Denkweise sagen. Und wir sind so kleinmütig als Länder und fallen jetzt mit dieser Reform, Herr Ministerpräsident, auf vor 2005 wieder zurück. Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Ich bin Ihnen dankbar, Herr Bouffier, dass Sie das auch selbst angesprochen haben, dass Sie in meinen Augen etwas zu kurz und mit einer falschen Schlussfolgerung, aber immerhin die Diagnose auch so gestellt haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind angetreten als Land Hessen. Der damalige Ministerpräsident Roland Koch, Vertreter der Fraktionen, ich durfte die FDP-Fraktionen aus ganz Deutschland dort vertreten, um eine Entzerrung der Aufgaben auf der einen Seite und der Umsetzung der Aufgaben auf der anderen Seite vorzunehmen. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, verstoßen wir eigentlich gegen sämtliche Regeln, die wir in diesem Verhältnis zwischen dem Bund und den Ländern für die Länder erfolgreich aufgebaut haben. Es ist ja nicht nur die Frage, wie das mit dem Geld läuft. Da habe ich eben schon Stellung genommen und freue mich, dass ich zu einem großen Teil aus den Fraktionen auch ein richtiges Kopfschütteln geerntet habe. Ich sage das noch einmal fürs Protokoll, weil das kann man ja schlecht aufnehmen. Schäfer, Gümbel nickt positiv oder Wagner nickt positiv. Das ist ja schwierig. Deshalb sage ich es einfach noch einmal. Nein, mir hilft das so oder so. Ich glaube, Herr Wagner, das war, wie Sie erkannt haben, eine etwas scherzhafte Bedeutung. Nur, dass wir jetzt auch noch gegen ein neues Axiom verstoßen, Herr Ministerpräsident, das verstehen wir Freien Demokraten nicht mehr. Wieso wird Abstand genommen von der generellen Regel, dass die Ausführung von Bundesgesetzen ausschließlich durch Verwaltungen der Länder durchgeführt wird? Das ist ein Fundament. Das lernt man, wenn man Staatsrecht hört, spätestens in der fünften oder sechsten Stunde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das steht auch im Grundgesetz drin. Jawohl. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dagegen verstoßen wir jetzt. Deshalb musste auch der Artikel 33 ergänzt, verändert, wie auch immer, und das auch noch teilweise an anderer Stelle werden. Also nicht nur, dass wir bei dem Thema Geld kleinmütig sind, dass wir sagen, okay, soll der größere Topf im Bund sein, auch wenn die damit nichts anfangen können, sagen wir jetzt auch noch, und jetzt sollen sie auch noch Selbstverwaltung aufbauen. Ich warne, meine sehr verehrten Damen und Herren, hoffentlich erlebe ich das nicht mehr in meiner aktiven politischen Zeit. Der Herr Schäuble oder einer seiner Nachfolgerinnen oder Nachfolger wird es nicht lassen, auch eine bundeseinheitliche Finanzverwaltung aufzubauen. Das wollen, ich hätte vor zwei Jahren noch gesagt, werter Herr Kollege Dr. Arnold, dass er das bei den Straßenbau nicht hinbekommt. Und er hat es hinbekommen, weil wir so kleinmütig sind, weil wir uns nicht 16:0 zusammensetzen, sondern weil 1:15, und ich sage bewusst 1:15 und das 16-mal, gehofft wird, dass der Bund mit einem Scheck gerade in mein Bundesland kommt, oder wäre er Ministerpräsident, dass eine Behörde dann aber bitte in mein Bundesland kommt, und dann bin ich ein bisschen nicht mehr so böse, und dann bin ich ein bisschen zufrieden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, die Solidarität ist dann hin. Wir halten das für den falschen Weg. Das schadet unserer Demokratie und unserem Föderalismus. Ich will, mache das so ein bisschen wie der Ministerpräsident in seiner Rede, jetzt einmal auf die Finanzflüsse nach Hessen zu sprechen kommen. Da ich ja Volker Bouffier immer positiv gestimmt gegenüber bin, gehe ich einmal von den 620 Millionen € aus, die er genannt hat, ab 2020 mehr im Sack. So, dann haben wir gelernt,
160 Millionen Entflechtungsmittel müssen abgezogen werden. Dann sind wir schon bei 460. Nur noch zusätzlich im Sack. So, und jetzt haben wir gelernt, oder wir haben gehört, das erste Mal vielen Dank, Herr Ministerpräsident, dass Sie das hier gesagt haben, weil jetzt kann man es auch endlich verwenden. Bisher konnte ich immer nur sagen, das sind die eigenen Berechnungen von Liberalen in den Ländern, dass wohl das Land Hessen das Thema Gewerbesteuerumlage zwischen 300 und 400 Millionen zusätzlich kostet, ist das falsche Wort. Aber jedenfalls muss man den Betrag abziehen. Finanziell verschlechtert. Finanziell verschlechtert ist das bessere Wort. Vielen Dank. So, und jetzt müssen die Rechner mal ran. Aber ich kann euch helfen, das ist gar nicht so schwer. 460 Millionen minus 300 Millionen sind 160. Das ist der Best Case. Und 460 Millionen minus 400 Millionen, das sind 60 Millionen. Und das ist der Worst Case. Und ich habe jetzt ausschließlich Zahlen genommen, die der Ministerpräsident vor anderthalb, zwei Stunden hier von diesem Pult gesagt hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt einen Nachfolger von mir im Amt des Ministerpräsidenten, der hat früher immer gesagt, where's the beef? Also für 60 Millionen machen wir diese Veranstaltung? Für 160 Millionen machen wir diese Veranstaltung? Meine sehr verehrten Damen und Herren, das kann doch nicht wirklich richtig sein. Das wollten wir Freie Demokraten nicht, als wir den Prozess vor ungefähr 10 Jahren angestoßen haben. Sie haben das Thema Digitalisierung angesprochen. In einem Punkt, wo wir zu 150% hinter Ihnen stehen, nur, meine sehr verehrten Damen und Herren, manchmal hilft hier ein Blick in die FAZ und ein Artikel von Heike Schmoll. 22. Juni, also die Verfallszeit ist noch nicht so groß. Ist noch nicht so groß. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sie hat dort in einem für die FAZ sehr untypischen 5-Spalter auseinanderklabüstert, wie einmal die Zusage von Frau Wanka seitens des Bundes für die finanzielle Unterstützung der Digitalisierung in den Schulen und damit für die Länder, Klammer auf, und natürlich dann auch für die Kommunen, Klammer, geplant war. Und was jetzt dabei herausgekommen ist. Sie kommt zu der Schlussfolgerung, dass ganz offensichtlich der Bund die Lust daran verloren hat, immerhin ging es um einen Milliardenbetrag, der zugesagt war, diesen noch zu zahlen, sondern meint, dass das im Zusammenhang mit der Länderfinanzausgleichsneugliederung jetzt abgefrühstückt sei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch hier wird wieder deutlich, wer auf das Scheckbuch des Bundes hofft, der macht sich selber klein. Wir brauchen nicht eine finanzielle Unterstützung des Bundes bei der Digitalisierung, sondern wir brauchen eine grundsätzliche finanzielle bessere Ausstattung der Länder, damit sie ihrer Pflichtaufgabe, nämlich der Digitalisierung an den Schulen zu geben, auch selbst gerecht werden kann. Wir brauchen da keinen Gutmenschen in Berlin, der uns erklärt, dass die Welt aber jetzt so oder so ist und dafür kriegen wir mal ein bisschen Geld und dafür nicht. Aber nein, wir machen es. Und hier lesen Sie es nach, FAZ vom 22. Juni unter der Überschrift Rückschritt auf dem Weg in die Zukunft, sehr passend bei Digitalisierung, wird gezeigt, wie der Bund erst gesagt hat, jawohl, eine Investition von über 1 Milliarde €. Und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommt nun nachher nichts mehr bei rüber. Ich will deshalb auch gar nicht lange mehr mich mit diesem Zahlenwerk beschäftigen, sondern ruhig noch einmal auf die Grundsätze hinweisen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja nicht nur ein vielleicht ein bisschen arg auf dem Föderalismus Pferd reitender Jörg-Uwe Hahn und die Freien Demokraten in Hessen. Es ist ja sogar der Vorsitzende, der Präsident des Bundestages, der diese Argumentation übernimmt bzw. vorgegeben hat, die ich hier gerade noch einmal vortrage. Er kritisierte, auch in der FAZ am 19. Mai, er kritisierte die Bund-Länder-Einigung und erklärte, dass er das damals gefundene Ergebnis nicht mittragen kann. Es sind ja noch Änderungen durchgeführt worden, wie er dann im Bundestag abgestimmt hat, weiß ich nicht. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn sogar der Bundestagspräsident darauf hinweist, dass der Föderalismus ein so hohes Gut in unserem Lande ist, dann können wir auf alle Fälle heute als Landtagsabgeordnete nicht jubeln und uns hierher stellen und sagen, ein guter Tag für Hessen, dieser neue Länderfinanzausgleich. Nein, es ist kein guter Tag für Hessen. Sie merken, dass wir sehr bewusst, ich sehr bewusst,
diese Rede nicht angelegt habe als eine Haushaltsrede in der Elefantenrunde, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, so wie Sie es getan haben. Das kann man tun, aber Sie sind damit natürlich, und das als einzige Fraktion, schuldig geblieben einer Aussage, wie sehen es denn die Genossen beim Föderalismus? Also ich weiß jetzt, dass Sie den Hessen näher, das haben Sie nicht gesagt, Sie haben sich intensiv mit Themen des Landes Hessen, halt wie man eine Haus, ich habe ja 11 Jahre auch gemacht, wie man sich bei einer Elefantenrunde bei den Haushaltsberatungen in der zweiten Lesung benimmt. Das war heute Ihre Rede. Ja, nur das Thema war ein anderes. Das Thema war Länderfinanzausgleich. Dazu haben ja auch fast alle anderen so gesprochen. Das mögen Sie auch so anders sehen, das ist nicht mein Vorwurf, sondern meine Frage ist nur, was wollt ihr denn jetzt? Sehen die Sozialdemokraten des Landes Hessen im Hessischen Landtag auch die Gefahren, die mit dieser Scheckbuchdiplomatie aus Berlin zusammenhängt? Was wollen Sie dagegen tun? Wollen wir uns in einer nächsten Runde, in der nächsten Legislaturperiode noch weiter wieder rückwärts über den Tisch ziehen lassen von dem, was wir gemeinsam vor einem Jahrzehnt in den beiden Föderalismuskommissionen in Berlin durchgesetzt haben? Ich verstehe die Handhabung im Bund, ja. Bundestagsabgeordnete aller Parteien sind der festen Überzeugung, dass sie befördert worden sind und nicht mehr im Landtag sitzen müssen. Ich sehe das im Föderalismus vollkommen anders. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir benehmen uns aber so, dass die immer wieder Recht bekommen. Ich sage deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen. Die Änderungen gehen zulasten der Steuerzahler. Mehrausgaben von, ich behaupte mal frech, fast 10 Milliarden € werden die Steuerzahler letztlich übernehmen müssen. Und das alles nur, damit das Land Hessen pro Jahr zwischen 60 und 160 Millionen € zusätzliche Einnahmen hat. Das wollten wir Freien Demokraten wahrlich nicht, als wir den Prozess in diese Landesregierung angeschoben haben, dass der Länderfinanzausgleich geändert wird. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Hahn. Für die CDU-Fraktion hat sich Ihr Vorsitzender, Herr Boddenberg, zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, mich auf das eine oder das andere zu konzentrieren. Ich bin völlig bei denen, die sagen, wir haben hier heute ein Thema, an dem wir uns sehr darauf verständigen wollten, über den Länderfinanzausgleich und die Neuordnung zu reden. Herr Schäfer-Gümbel, das ist Ihr gutes Recht. Sie haben halt eher ein paar andere Akzente gesetzt. Ich versuche, auf beides einzugehen. Ich will aber zunächst einmal zu Kollegen Hahn sagen. Herr Kollege Hahn, wenn Sie der Rede von Volker Bouffier zugehört haben, was ich verfolgt habe, dass Sie es getan haben, hätten Sie eigentlich die Rechnung nachvollziehen können müssen. Denn Volker Bouffier hat, wie ich finde, völlig zu Recht gesagt, wir haben eine neue Struktur, und wir haben in früheren Jahren, wenn wir über den Länderfinanzausgleich gesprochen haben, Teile dieses Ausgleichs gar nicht gesehen oder auf dem Schirm gehabt. Das war nämlich der Umsatzsteuervorwegausgleich. Und Volker Bouffier hat relativ lückenlos in seiner Regierungserklärung heute dargelegt, dass, wenn man beides zusammensieht, wir auf einen Saldo von 600 Millionen € kommen. Ich habe eben Thomas Schäfer das Mimik beobachtet. Ich glaube, der war genauso wenig wie ich mit Ihren 60 Millionen € einverstanden. Und ich glaube, wir sind alle mal in der Lage, das noch einmal im Gesamtwerk der jetzt veränderten Positionen, also noch einmal Umsatzsteuervorwegausgleich plus LFA und jetzt aus zwei Stufen eine Stufe, das darzulegen. Aber damit will ich überhaupt nicht belehrend wirken, sondern ich will ausdrücklich sagen, Ihre 60 Millionen € als Rechnung im Ergebnis sind falsch. Wir reden über 600 Millionen €, allerdings vorausgesetzt, dass das passiert, Stichwort Gewerbesteuer, erhöhte Gewerbesteuerumlage, was Volker Bouffier ja völlig zu Recht auch hier angesprochen hat, nämlich, dass es noch ein paar Hausaufgaben zu machen gilt. Zu der Klage will ich jetzt nicht alte Dinge aufwärmen. Haben wir uns hier alle geäußert? Die GRÜNEN habe ich immer so verstanden, dass sie damals, ich habe mal in Protokolle nachgelesen, Frau Erfurth, Sie erklärt haben, das sei ein Wahlkampfmanöver. Das darf man in einem Wahljahr 2013 auch sagen. Ich kann nur sagen, dass die Klage, und da bin ich nach wie vor fest überzeugt, am Ende eine Wirkung gehabt hat, nämlich dass in dem Koalitionsvertrag der Großen Koalition in Berlin 2013 dann genau diese Frage aufgenommen wurde und sich die beiden großen Parteien im Bundestag, CDU und SPD, darauf verständigt haben, eine Änderung herbeizuführen.
Das bezweifle ich bis heute, dass uns das gelungen wäre, wenn es die Klage nicht gegeben hätte. Und wir könnten ja heute auch einmal mit der Nachsicht und der späteren Erkenntnis aller Beteiligten vielleicht rechnen dürfen. Ich habe das Gefühl, dass die GRÜNEN sehr wohl, anders als Herr Kollege Hahn, sich jedenfalls über das jetzt erzielte Ergebnis freuen, zumal ja auch viele rot-grüne Länder an diesem Ergebnis beteiligt waren. Ich will aber noch einen Punkt ansprechen, der auch zu dieser Frage der Klage gehört. Ich darf vielleicht eine kurze Anekdote aus meinen ersten Monaten im Hessischen Landtag, ich glaube, es war so 2000, 2001, kurz hier wiedergeben. Ich habe damals, als wir zum ersten Mal im Landtag, jedenfalls unter meiner Anwesenheit, über den Länderfinanzausgleich gesprochen, den Karl-Heinz Weimar, damals Finanzminister, gebeten, mir oder uns neuen Abgeordneten das doch einmal zu erklären. Dann waren wir 2 Stunden zusammen. Also 4 Stufen, erst vertikal, dann horizontal, dann Länderfinanzausgleich, dann Bundesergänzungszuweisung, das ist die Kurzfassung. Er hat 2 Stunden gebraucht. Und ich weiß noch, wie heute, dass, als die 2 Stunden rum waren, ich gefragt habe, damals waren wir noch per Sie, Herr Minister, sagen Sie mal, könnte es sein, dass, wenn wir die Einwohnerzahl der Bundesländer nehmen, Sie mit der Kilometerzahl der Bundesfernstraßen multiplizieren, daraus die Wurzel ziehen und das Ganze durch die Anzahl der Fußball-Bundesliga-Profivereine teilen, dass da ungefähr das Gleiche rauskommt? Und ich, Sie kennen Karl-Heinz Weimar oder habe ihn noch in Erinnerung, die Antwort hat mich nicht überrascht. Er sagt, ja. Also, was wollte ich damit oder was will ich damit sagen? Die Komplexität des Länderfinanzausgleiches in bisheriger Form war aus meiner Sicht ein Punkt, den man durchaus auch in Karlsruhe stärker hätte thematisieren können. Das ist kein Vorwurf an uns oder an die eigene Arbeit damals in der Landesregierung. Das ist nur eine Feststellung, dass ich glaube, dass schon alleine die Tatsache, dass wir es jetzt ein wenig vereinfacht haben, ein Grund ist, sich über dieses Ergebnis zu freuen, Herr Kollege Hahn, weil der Haushaltsgesetzgeber heißt, die Abgeordneten in den Landtagen sollten aus meiner Sicht schon ein bisschen mehr durchdringen können. Das ist jetzt kein von mir irgendwie unverschämter Angriff auf die Intellektualität meiner Kolleginnen hier. Ich beziehe mich selber ausdrücklich mit ein. Sie sollten und müssen die Chance haben, dass, wenn Sie über Haushalte reden, halt auch ungefähr in den Zusammenhang einsteigen können und nachvollziehen können, was passiert da eigentlich. Deswegen finde ich, ist es schon ein Wert an sich, mal losgelöst von einem Bruttoertrag für Hessen von 600 Millionen € aus diesen Verhandlungen, dass wir eine Vereinfachung haben. Ich jedenfalls freue mich darüber. Ich will auch einmal zwischendrin sagen, schade, Axel Wintermeyer musste gerade raus, aber ich will schon einmal sagen, man könnte ja durchaus auch einmal erwähnen, und das will ich dann ausdrücklich tun. Ja, Herr Kollege Hahn, wir reden seitdem ich im Landtag bin und wahrscheinlich auch schon vorher über den Länderfinanzausgleich, doch keine Frage. Aber ich will sagen, es ist vier Jahre in Berlin über diesen Länderfinanzausgleich verhandelt worden. Unter schwierigsten Bedingungen, schauen Sie sich nur die Zusammensetzung des Deutschen Bundesrates mal an. Ja, mit auch durchaus der Beteiligung von Rheinland-Pfalz, das von der FDP mitregiert wird. Ich will es ja nur sagen, aber das ist okay, geschenkt, wenn Sie sagen, wir hätten das alles ganz anders gemacht. Und unter den Vorzeichen will ich sagen, und wir haben mit dem Chef der Staatskanzlei, dem Finanzminister, der ist ohne dies zuständig, der Ministerpräsident ist für alles und immer zuständig, aber der Chef der Staatskanzlei hat, glaube ich, in 38 Verhandlungsrunden mit den anderen Kolleginnen und Kollegen versucht, dieses Werk hinzubekommen. Ich will noch einmal sagen, das Ergebnis ist gut für Hessen, aber die Arbeit, die dahinter steckt, dürfte hin und wieder auch einmal Erwähnung finden, und ich will mich dafür ausdrücklich bedanken. Ja, und jetzt will ich doch noch auf ein paar Punkte eingehen. Herr Schäfer-Gümbel, Sie haben davon gesprochen, dass Sie heute einige, eigentlich vom Ministerpräsidenten einige Aussagen zu Zukunftsfragen erwartet hätten. Ja, was wollen Sie denn noch alles in 20 Minuten, die wir uns eigentlich vorgegeben hatten? Es waren dazugegebenermaßen, es waren einen Tick länger. Aber ich habe ja ein paar Mal dazwischen gerufen, was hätten und was haben Sie uns denn heute zur Zukunft des Landes gesagt? Ich sage Ihnen was zur Zukunft des Landes Hessen. Ich sage Ihnen gerne was zur Zukunft des Landes Hessen. Jawohl. Auch mit Nachdruck, Herr Schäfer-Gümbel. Wir haben eine Versorgung mit Lehrerinnen und Lehrern, wie es sie in diesem Bundesland noch nie gegeben hat, mit nach wie vor 105%. Ich bleibe einmal bei dieser Zahl. Ich glaube, Kollege Wagner könnte noch viel mehr. Ich könnte auch eine Reihe weiterer Dinge nur aus dem Bereich der Bildung berichten. Ja, das machen wir dann, wenn wir über Bildung reden. Ich will heute nur eins sagen.
Das Bild, das Sie versuchen zu stellen, was die Stimmungslage in den Schulen anbelangt, ist glattweg und schlichtweg falsch. Ich habe in den letzten zwei Wochen zwei Grundschulen besucht, und zwar nicht mehr welche ausgesucht, wie Sie das vielleicht machen, damit man Ihnen erklärt, was Sie denn im Landtag vortragen sollen. Ich bin ausgerechnet zu den Grundschulen gegangen und den Schulleitern gegangen, die den sogenannten, in der Zeitung stand, Brandbrief geschrieben haben. Ich sage ausdrücklich, ich will die jetzt nicht im Nachhinein desavouieren. Das war ein gutes Gespräch und auch ein kritisches Gespräch. Und ich kenne auch keinen Schulleiter, bei dem du als Abgeordneter hinkommst, der sagt, übrigens, ich hätte ein paar Lehrer zu viel. Den kenne ich auch nicht. Und das erwarte ich natürlich auch nicht. Aber es waren sehr konstruktive Gespräche. Das, was die meisten umtreibt, und ich war bei drei weiteren Schulen, einem klassischen Gymnasium, auch einer privaten Schule in Frankfurt, in der Philipp-Holzmann-Berufsschule, dort Kema Etea, komme ich gleich vielleicht noch dazu, habe ich jedenfalls eine grundsätzlich sehr positive Stimmung gegenüber der Landespolitik wahrgenommen, durchaus kritische Vorschläge, was man besser machen kann oder beispielsweise auch mal vielleicht ein bisschen konsolidierter und langsamer machen kann. Diese Kritik gibt es, das will ich nicht ausblenden. Aber in Summe eine Stimmung, von der ich sage, die Verantwortlichen in den hessischen Schulen haben erstens erkannt, was wir da gerade so alles machen. Die haben zweitens erkannt, dass wir seit Ende 2015 eine riesengroße zusätzliche Herausforderung alle miteinander zu stemmen haben. Und ich sage Ihnen weiter, ich mache das gern. Und die CDU und die Grüne Koalition und ich hoffe über andere Fraktionen in diesem Landtag auch, wenn es um die Frage geht, wie gewährleisten wir möglichst viel Bildung in Richtung derjenigen, die zu uns gekommen sind und wie integrieren wir die möglichst schnell in unsere Gesellschaft. Und apropos, was haben Sie gesagt? Integration findet nicht statt. Also, ich übersetze das mal, dann habe ich Sie falsch verstanden. Wenn Sie es zurücknehmen wollen, haben wir bei irgendeiner Gelegenheit dazu, darüber zu reden. Philipp-Holzmann-Schule, 70 Schülerinnen und Schüler in InteA-Klassen. So, und ich muss Ihnen sagen, die Gespräche dort sind nach wie vor sehr, sehr anstrengend, weil die haben natürlich neben den eigentlichen Dingen, die uns auch und vor allen Dingen umtreiben, nämlich Spracherwerb, Integration, auch noch eine Reihe von anderen Dingen, die, wenn dann mal ein Politiker kommt, Sie besprechen wollen. Ich nehme mal das Thema Rückführung. Ich nehme mal das Thema Aufenthaltsstatus und all diese Dinge. Also auch darüber ist gesprochen worden. Aber ich hatte dann Gelegenheit, noch zwei Stunden mit einer dieser fünf Klassen sehr intensiv zu sprechen. Und was ich dort sehe, ist, ja, das Deutsch und die Kompetenz und das Wissen über unsere Gesellschaft könnte sicherlich immer noch ein bisschen besser sein. Aber wenn ich mir überlege, wann wir angefangen haben, nämlich noch gar nicht so lange, dass wir das haben und diese Maßnahmen bekommen haben, und was man mittlerweile dort absehen kann, und ich darf noch einmal den Axel Wintermeyer bemühen, Entschuldigung, der mir gestern sagt, wir haben ja mal in Schulen und der Kultusminister gefragt, was ist denn aus dem einen oder anderen geworden. Und wenn ich mir dann die einzelnen Biografien von Ausländern und von Asylbewerbern anschaue, die durch diese Maßnahmen gelaufen sind, mittlerweile Anstellungsverträge haben, Ausbildungsverträge haben und das hessische Handwerk hunderte dieser Ausbildungsverträge gewährleistet und das jetzt Schritt für Schritt auch stattfindet, dann können Sie doch nicht sagen, dass Integration oder dass das alles erfolglos ist. Ich habe Sie so verstanden. Vielleicht haben Sie es ja nicht so gemeint. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich will noch zwei Punkte nennen. Ich will zunächst einmal, Herr Kollege Hahn, auch wenn ich den ersten Teil etwas kritischer in Ihre Richtung ausgerichtet war, schon eines festhalten. Herr Boddenberg, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Ja. Ja, ist okay. Ich weiß nicht, wie viel ich noch habe. Wer will denn etwas fragen? Entschuldigung, Frau Schott. Also. Herr Boddenberg, haben Sie denn auch einmal mit den Schülerinnen und Schülern gesprochen, die in den Schulklassen sitzen und vor lauter Angst vor Abschiebung nicht mehr wissen, was sie am nächsten Tag machen sollen? Da brauchen Sie da drüben nicht A zu sagen, weil wenn Sie genau mit den Menschen sprechen, die dort betroffen sind, dann erleben Sie das nämlich. Die verzweifelten Ausbildungsplätze suchen, weil das das Einzige ist, was sie noch in Sicherheit bringt. Das ist die Frage an Sie. Haben Sie mit den Schülerinnen und Schülern gesprochen, die von Abschiebung bedroht sind? Ja, ich kann Ihre Frage sogar beantworten. Ich hatte es aber schon gesagt, ich habe auch mit den Schülern über diese Fragen gesprochen. Und ich glaube, dass nachdem ich mal versucht habe, etwas weiter auszuholen und diese grundsätzlichen Fragen zu erörtern, jedenfalls das Bewusstsein einiger dieser Schülerinnen und Schüler ein anderes ist, als es vor dem Gespräch der Fall ist. Mehr sage ich jetzt dazu nicht, aber wir haben Gelegenheit, darüber zu reden. Ich will den, ja, Herr Kollege Hahn, danke für den Zwischenruf. Ich wollte ja den Kollegen Hahn loben, aber da sage ich jetzt auch mal, lieber Kollege Hahn, nicht ganz so schwarz-weiß, wie Sie es hier vorgetragen haben, was die Frage des Föderalismus anbelangt. Aber ich bin grundsätzlich sehr bei Ihnen.
wenn Sie hier feststellen, dass wir sehr, 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 sehr aufpassen müssen, dass wir nicht in kleinen Tranchen und Schritten über die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu einer veränderten Bundesrepublik Deutschland kommen. Und da haben Sie mich und ich glaube die CDU in jedem Fall auf Ihrer Seite. Wir haben durchaus da auch mal losgelöst von Koalitionen in Parlamenten, ob in Landtagen oder im Bundestag, glaube ich, unterschiedliche Auffassungen oder zumindest Schwerpunktsetzungen in den Parteien. Aber ich will sehr, sehr deutlich sagen, dass ich mich immer schwer tue, wenn das passiert, was Sie beschrieben haben, nämlich wenn der Bund am Ende sagt, wenn ich bezahle, will ich auch mitbestimmen. Und hier geht es ja nicht nach dem Sandkastenmotto, nehme ich dir dein Förmchen aus, du mir mit dem Förmchen auf den Kopf, also um Sandkastenspiele zwischen Ländern und Bund. Hier geht es um etwas sehr, sehr Grundsätzliches, nämlich auch darüber oder darum, dass wir gewährleisten müssen, dass Wählerinnen und Wähler beispielsweise bei Wahlen auch wissen müssen, wer ist denn für was verantwortlich. Und wenn es in der Schule nicht klappt, finde ich es gut, dass die Länder oder die Landesregierungen dafür verantwortlich gemacht werden. Andersherum natürlich auch, wenn es klappt, dass sie dafür vielleicht auch wiedergewählt werden. Und wenn wir mit diesen Mischfinanzierungen weitermachen und das ausweiten, werden wir ganz schwierige demokratieprinzipielle Probleme bekommen, weil am Ende keiner mehr weiß, bei einer Kommunal-, bei einer Landtags-, bei einer Bundestagswahl, wer ist denn da eigentlich derjenige, dem ich jetzt da mein Votum gebe und für was ist der denn eigentlich verantwortlich. Und ich könnte jetzt lange darüber berichten, wie ich in der Zeit im Bundesrat dafür gestritten habe, dass wir beispielsweise beim Kooperationsverbot, Stichwort 91b, schon auf der Bremse stehen. Aber ich will auch sagen, wenn es denn komisch wird, kann man und muss man am Ende auch bereit sein zu Veränderungen. Und ich nehme das Beispiel noch, wenn ich gerade darf. Ich will es nicht überstrapazieren, aber da es Herr Hahn sehr ausführlich besprochen hat, erlaube ich mir das. Ich kann das heute mittragen, dass wir ein sogenanntes Kooperationsverbot, der Begriff ist ja schon falsch, aber bleiben wir mal dabei, ist ein medialer Begriff aus meiner Sicht. Das, in 91b ist nämlich nur klar beschrieben, wo sind denn die Aufgabenstellungen, wenn es um Forschung, Wissenschaft, Universitäten usw. geht, aber in erster Linie, wenn es um Forschungsfragen geht. Wir hatten die Situation in Karlsruhe bei dem KIT und in Berlin bei der Charité, dass am Ende des Tages die eine zweigeteilte Buchführung hatten, dass die am Ende des Tages, ist nicht übertrieben, jeden Bleistift zuordnen mussten, muss der links rum in den Teil Forschung oder rechts rum in den Teil Universität, was die Kostenzuordnung anbelangt. Und wenn Sie das machen und über Jahre erleben, dann kann man auf die Idee kommen, dass man es vielleicht gesetzlich oder in dem Fall grundgesetzlich so regelt, dass so etwas jedenfalls im Bereich der Forschung geht. Damit kann ich leben. Aber noch einmal, wir sollten und müssen jetzt Acht geben, dass dieser Prozess nicht generell weitergeht. Da haben wir sehr unterschiedliche Auffassungen, wenn ich das sehe, auch im Bereich der Bildungspolitik. Darüber können wir streiten, aber ich finde, das ist auch den Streit der edlen Wert, denn hier geht es um die Verfassung und die Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland. Ich will als letzten Punkt schon auch noch einmal eins sagen dürfen. Zunächst, wir schwimmen im Geld. Ich habe das irgendwie heute zumindest bei Herrn Schäfer-Gümbel so als Eindruck wieder gehabt. Ja, wir haben erheblich höhere Steuereinnahmen. Und übrigens, Herr Schäfer-Gümbel, einen Punkt habe ich überhaupt nicht verstanden. Dieses Land ist in einem ordentlichen Wachstumspfad. Dieses Land macht von Monat zu Monat neue Rekorde, wenn es um die Beschäftigung geht. Dieses Land schneidet von Mal zu Mal bei Bildungsstudien besser ab. Dieses Land hat Bildungsrekorde, was die Versorgung mit Lehrerinnen und Lehrern anbelangt, die ich eingangs beschrieben habe. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sonst noch alles sagen soll, um zu sagen, nennen Sie mir bitte einen Bereich in unserem Land Hessen, der nicht auf der positiven Spur, auf der Wachstumsspur ist. Nennen Sie mir einen Bereich. Und da kommen Sie heute in dieser Debatte mit dem Vorschlag und dem Vorwurf an den Ministerpräsidenten, er müsste doch jetzt einmal über die Richtung für die Zukunft reden. Ich sage Ihnen mal eins, ich will diese Richtung keineswegs ändern. Über diese Richtung müssen wir nicht diskutieren. Wir können darüber diskutieren. Wir können darüber diskutieren, was man vielleicht noch besser machen kann. Da bin ich sehr bei dem, was Kollege Wagner sagt. Das ist ja auch die Regel, in der Regel der Fall, wenn es um Haushaltsanträge oder anderes geht. Und wo Sie eigentlich ja häufig dokumentieren, es könnte noch ein bisschen mehr sein, aber häufig auch erkennen lassen, dass Sie es grundsätzlich gut finden, was wir dort auch im Bereich der Bildungspolitik oder sonst wo machen. Aber einen letzten Punkt will ich nicht auslassen, dann bin ich wirklich fertig. Wir schwimmen nicht im Geld, nach wie vor. Und wenn Sie davon sprechen, dass wir derart höhere Steuereinnahmen haben, dann will ich Ihnen noch einmal in Erinnerung rufen. Das können wir auch von mir aus bei jeder sich bietenden Gelegenheit machen. Dieses Land gibt im Vergleich der letzten fünf Jahre rund 1,3 Milliarden € mehr für Personal, nur Personalkosten unmittelbar aus, aber noch einmal 600 Millionen € zusätzlich für Beihilfe und andere Fragen. 2 Milliarden € mehr für Personal.
Und warum tun wir das? Weil wir zuletzt natürlich auch eine Entwicklung der Besoldung haben dort, die ich jedenfalls im Land auf Land ab Gesprächen mit Beamten höre, dass sie sagen, das ist in Ordnung, darüber freuen wir uns. Das kann man ja dann auch mal sagen bei der Gelegenheit. Aber vor allen Dingen, die zustande kommen dadurch, dass wir mehr Polizisten anstellen, dass wir mehr für den Verfassungsschutz tun und dass wir eben immer noch weiter und mehr Lehrer eingestellt haben. Wir reden über 2 Milliarden € mehr für Personal im Verlauf von 5 Jahren. Jetzt können Sie sagen, das ist falsch. Dann müssten wir die Lehrer wieder entlassen. Aber den Antrag kenne ich von Ihnen auch nicht. Deswegen will ich sagen, wo das Geld bleibt. Wir reden über 1 Milliarde mehr im Vergleich der letzten 5 Jahre, über 1 Milliarde mehr für den kommunalen Finanzausgleich. Ich kann Ihnen diese Zahlen noch einmal geben. Das haben Sie auch als Zugang. Das sind die Eckdaten zur Entwicklung der hessischen Landesfinanzen. Das ist vom Februar 2017, also noch sehr aktuell. Und wir haben die Netto-Neuverschuldung. Sie erinnern sich, da war doch was, und die hatte sehr viel zu tun mit den Krisenjahren, in denen wir alle miteinander Schwierigkeiten auch in den öffentlichen Haushalten hatten, um 1,2 Milliarden € im Vergleich zu dem Zeitpunkt 2012 auf 2017 um 1,2 Milliarden € zurückgeführt. So, und jetzt könnte man ja mal sagen, okay, die haben zwar eine ordentliche Steuereinnahmeentwicklung, aber das meiste Geld war schon weg, bevor wir es überhaupt nur angeguckt haben. Und jetzt habe ich den Länderfinanzausgleich und andere größere Brocken schon noch weggelassen. Also eigentlich ist die Situation nach wie vor so, dass wir uns freuen können über eine gute wirtschaftliche und auch steuereinnahmenmäßige Entwicklung, aber noch eine ganze Reihe von Dingen und Vorstellungen haben. Ich kenne Menschen, denen fällt jeden Tag etwas ein, wo wir Geld ausgeben können, wo wir teilweise auch Konsens haben, auch parteiübergreifend Konsens haben, und wo ich sage, wir haben noch eine Menge Aufgaben vor uns liegen, aber wir sollten den Menschen nicht das Gefühl vermitteln, dass wir eigentlich bösartig sind, wenn wir auch mal Nein sagen oder weniger investieren, als es der ein oder andere Lobbyist oder die ein oder andere gesellschaftliche Gruppe gefordert hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss und will sagen, lass uns doch heute einfach mal, Herr Schäfer-Gümbel, gemeinsam und vielleicht auch doch der Kollege Hahn, wenn wir diese Zahl noch einmal ein bisschen differenzierter auch hier besprochen haben, die 600 Millionen €, einfach sagen, es ist ein gutes Ergebnis, es ist ein tolles Ergebnis unter den obwaltenden Umständen. Ich habe die Bundesratsmehrheiten und die Schwierigkeiten, dort zu Mehrheiten zu gelangen, angesprochen. Und zu einstimmigen Ergebnissen zu kommen, war noch einmal schwerer als sonst schon. Kurzum, ich freue mich über dieses Ergebnis, und ich bitte Sie und fordere Sie auf, schließen Sie sich dem doch einfach an. Herzlichen Dank. Danke, Herr Boddenberg. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Das heißt, die Regierungserklärung ist entgegengenommen und besprochen. Wir haben jetzt noch zu befinden über den Entschließungsantrag von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 5044. Wer dieser die Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind CDU und GRÜNE. Wer stimmt dagegen? Die FDP. Wer enthält sich? SPD und DIE LINKE. Damit ist dieser Entschließungsantrag angenommen.